Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Webcast. Mein Name ist Peter Ulrich. Ich arbeite als System Engineer in der Ingram Micro NetApp Business Unit und zwar schon seit 3 Jahren. Damit NetApp beschäftigt mich insgesamt schon seit 15 Jahren oder sogar ein bisschen mehr. Und ich möchte Ihnen heute was erzählen über Metro Cluster im Allgemeinen und im Speziellen über die zwei Architekturen, nämlich einmal die ziemlich neue IP-Architektur und dann noch die Fiber-Channel-Architektur, mit der das Ganze eigentlich begonnen hat. Aber vorab möchte ich noch ein paar organisatorische Bemerkungen loswerden. Zum einen brauchen Sie sich hier keine Notizen zu machen. Sie müssen nicht mitschreiben, weil der Webcast wird aufgezeichnet und Sie können das Video dann jederzeit später auch aus unserer Mediathek anschauen und abrufen. Falls während des Vortrags Fragen auftauchen sollten, dann würde ich Sie bitten, die in den Chat reinzutippen. Mein Kollege, der Mirko Kümpfel, der sammelt die dann ein und ich werde die dann am Ende des Webcasts in einer Fragerunde am Stück durchgehen. So sehe ich aus, haben Sie auch meine Kontakte. Falls Sie irgendwelche Fragen zum NetApp haben sollten, das muss jetzt nichts mit dem Metro-Cluster zu tun haben, wenn es nur im Entferntesten mit NetApp zu tun hat, dann dürfen Sie sich gerne an mich wenden jederzeit. Da haben Sie meine Kontaktdaten. Dann, was wollen wir heute machen? Also wie gesagt, es geht um Metrocluster. Ich gebe erstmal einen Überblick, was ist ein Metrocluster, was bringt es, wer braucht sowas, was soll das überhaupt. Dann vergleiche ich eben diese beiden Architekturen, die ich schon angesprochen habe, IP und Fiber Channel. Dann gehe ich auf weitere Metrocluster-Features ein. Noch gibt es so ein paar Details speziell zum Metro Cluster IP, weil das eindeutig die Zukunft ist. Und dann geht es um die supportete Hardware für IP, aber auch für Fiber Channel. Das steht da jetzt in der Agenda gar nicht drin, sehe ich gerade. Und dann gibt es noch ein paar Tools und Dokumentationen für die Metro Cluster IP. Und wie gesagt, am Ende dann die Fragerunde. Dann fangen wir also an. Warum denn überhaupt Metro Cluster? Was soll das Metro Cluster bringen? Also es geht um NetApp ONTAP, wie man das sieht. Alles, wo das ONTAP drauf läuft. Und ich spreche jetzt nicht von der Softwarelösung, sondern von den Hardwarelösungen. Also das Blech, das man sich ins Rechenzentrum stellen kann. Da hat man also entweder eine FAS oder eine All-Flash-FAS. Und diese Maschinen haben sowieso von Haus aus zwei Controller drin in einem Gehäuse. Das heißt, wenn ein Controller ausfällt, dann übernimmt der überlebende Controller sind Services und man ist also vor einem Ausfall eines Controllers durchaus geschützt mit einem ganz normalen HA-Pärchen, nennt sich das. Zwei Controller in einem Gehäuse. Genau. Wovor es allerdings nicht schützt, ist, wenn das komplette Rechenzentrum ausfällt. Es geht also um Hochverfügbarkeit bzw. um Business Continuity auf Neudeutsch. Und wir sehen hier in dieser Grafik, dass 85%, wenn es uns deutsch ausfällt, sind es 85% liegen da geplante Events zugrunde. Geplante Events, wie zum Beispiel ein Tech Refresh oder dass man ein Disk Shelf austauschen muss, dass man Software-Upgrades macht, dass man Hardware-Upgrades macht, irgendwas in der Richtung oder dass der Elektriker, weiß ich nicht, irgendwie an einer Phase rumarbeiten muss und man deswegen ein Failover macht, um online zu bleiben. Das sind die ganzen geplanten Events, die da eben gibt. Da gibt es aber auch noch die ungeplanten Events. Das sind die übrigen 15%. Das ist dieses blaue Segment, das man da sieht. Und dieser rote Streifen, der dieses 1% repräsentieren soll, die tatsächlich auf Naturkatastrophen beruhen. Weiß ich nicht. Hochwasser, Feuer. Vielleicht gehört da auch ein Flugzeugabsturz dazu, weiß nicht genau, aber jedenfalls die anderen ungeplanten Events, das sind so Sachen wie lokale oder regionale Stromausfälle eben. Oder dass der Elektriker im Rechenzentrum arbeitet, dass er endlich den Strom komplett ausknipst. Sowas kommt öfter vor, als man glauben sollte. Oder eben Software- oder Hardware-Failure, Naturkatastrophen, Flugzeugabsturz habe ich schon erwähnt, solche Dinge. Und um sich vor sowas zu schützen, gibt es natürlich dann eben die Möglichkeit, diesen Metro-Cluster zu bauen. Der Metro-Cluster hilft mir dabei, da immer noch, auch wenn sowas passiert, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Sieht dann so aus im Überblick. Ich habe also dann die Controller,
weiter auseinandergezogen. Ich habe da, also ich gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann, mit dem Stretched Metro Cluster, wo ich dann die eine Seite mit der anderen Seite über Kabel, nur ganz normale Kabel verbinde. Da komme ich dann auf einen Abstand von 100 Meter, beziehungsweise mit Other Bridges dann auch auf 500 Meter. Und mit der Fiber Channel Technologie, so der echte Metro Cluster, sage ich jetzt mal, der Switched Metro Cluster auch genannt wird, weil da Switche involviert sind. Da kann ich dann 300 Kilometer auseinandergehen mit den Controllern. Also kann die Standorte 300 Kilometer voneinander entfernt haben oder mit der neuen IP-Technologie eben 700 Kilometer. Warum gerade 700 Kilometer? Das hängt mit der Lichtgeschwindigkeit zusammen, beziehungsweise wie schnell ich eben Informationen oder elektrische Signale transportieren kann. Und der Metro-Cluster, der toleriert halt maximale Latenz von 7 Millisekunden. Und da kommt man dann eben auf diese. Was habe ich da für Vorteile von dem Metro-Cluster? Ich habe eben Non-Disruptive Operations, unterbrechungsfreien Betrieb habe ich da, mit null Datenverlust, egal was da auch passieren mag. Wenn es einmal aufgesetzt ist, dann brauche ich das nicht mehr anfassen. Das ist der zweite Punkt, der da steht, Set it once, Simplicity. Natürlich wird da automatisch repliziert, also die Daten, die jetzt auf der linken Seite, sage ich mal, ihren Originalursprung oder ihr Original haben, die werden gleichzeitig aber auch rechts auf die rechte Seite gespiegelt und umgekehrt auch. Also es ist ein Active-Active-Cluster hier auf jeden Fall. Wie immer bei NetApp oder bei ONTAP ist es immer Active-Active. Beide Seiten sind aktiv und beide Seiten spiegeln ihre Daten gleichzeitig eben auch auf die andere Seite. Automatic Replication. Lower Cost and Complexity, also das ist günstiger die Variante und weniger kompliziert aufzubauen, als das der Mitbewerb kann. Und es fügt sich eben nahtlos ein in die ganzen Features, die das ONTAP eben sonst noch so bietet, wie zum Beispiel Storage Efficiency, Deduplication und so weiter. Das funktioniert mit dem Metro Cluster ganz genauso gut. Snap Mirror, Snap Vault kann ich natürlich auch machen. Und selbstverständlich habe ich da einen unterbrechungsfreien Betrieb. Das ist der Sinn des Ganzen. Und wenn es sich um ONTAP dreht, dann haben wir da immer Unified Storage, sprich, da kommen sämtliche Protokolle aus der Büchse raus. Sowohl CERN als auch NAS, also Fiber Channel, iSCSI, CIFS, SMB, NFS, alles, was ich haben will, kann ich da machen. Und natürlich wird es auch supported für die All-Flash-Variante, wo in den Controllern eben nur oder in den Shelves dann auch nur SSDs drinstecken. Klar, okay. Links haben wir also nochmal den normalen Fall, wo ich jetzt nur einen Brandabschnitt habe, beziehungsweise einen Standort, ein Rechenzentrum. Da habe ich diese HA-Pärchen, die in einem Gehäuse drin sind, wo ich durchaus gefeit bin oder gewappnet bin gegen einen Controllerausfall. Ich kann da natürlich auch mehrere HA-Pärchen zu einem größeren Clusterverbund zusammenstecken, so wie das hier der Fall ist. Hier sind sechs Controller, also drei HA-Pärchen zu einem Cluster zusammengebaut. Ich kann da maximal 24 Nodes aktuell übrigens zu einem großen Cluster zusammenbauen, wenn ich das will. Und habe damit natürlich schon eine gewisse Redundanz gegen irgendeinen Ausfall von einem Controller, gegen Netzwerkausfall auch, weil ich im Normalfall nicht bloß ein Switch da rumstehen habe, sondern mehrere logischerweise. Also gegen Ausfall einzelner Komponenten bin ich da schon gefeit, aber eben nicht, wenn mir der komplette Standort hier verloren geht, durch welchen Grund auch immer. Das regelt mir, wie gesagt, das Metro-Cluster auf der rechten Seite, wo ich die Controller eben über mehrere Hunderte oder Hunderte von Kilometern auseinanderziehen kann. Dann bin ich da eben safe. Übrigens, diese 700 Kilometer maximal, das ist irgendwie wie geschaffen für den deutschen Markt von der Entfernung her. In USA selbst werden kaum Metro-Cluster verteilt, weil 700 Kilometer oder ursprünglich 300 bei Fiber Channel sind. Für amerikanische Verhältnisse ist das kein Abstand, kein Scheiter. Da kann man nicht von Chicago nach Los Angeles irgendwie ein Metro-Cluster aufbauen. Die Dimensionen sind da eben sehr viel größer und die Abstände passen wirklich exakt auf die geografischen Gegebenheiten von Deutschland. Und Deutschland ist auch der größte Absatzmarkt für Metro-Cluster, den es überhaupt gibt. Also nirgendwo wird mehr verkauft von diesem Metro-Cluster-Produkt als in Deutschland.
Ist nur nebenbei, das Mittelcluster gibt es schon seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren fließt da Entwicklung rein, Entwicklungsarbeit. Ich lese da jetzt nicht alle Punkte vor, aber die wichtigsten Stationen, diese grüne in der Mitte 2014, das war der erste Metro-Cluster, den es dann unter dem neuen Betriebssystem, ja, neu ist es mittlerweile auch nicht mehr, unter dem Cluster Data Oriented, unter dem CDOT gab. Angefangen hat zu Beginn 2002 schon mit dem Data ONTAP 6.2. Da gab es noch keine Flexible Volumes, sondern Traditional Volumes. Das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Der nächste große Schritt war dann eben der blaue da, ONTAP 9.3. Mit dem ONTAP 9.3 war erstmalig ein Metro-Cluster IP möglich. Was da die Unterschiede sind und die Vorteile von diesem Metro-Cluster IP sind, werde ich noch darauf eingehen. Es gibt allerdings auch ein bisschen Nachteile, die würde ich auch nicht verheimlichen, aber NetApp selber hat jedenfalls gesagt, hat angekündigt, dass ab der Version 9.7, die wir jetzt ja schon auf dem Markt haben, ab der Version 9.7 sind sämtliche Features, die in der Zukunft, also auch in 9.8 und 9.9, in 10, in den zukünftigen Versionen entwickelt werden, die werden auf jeden Fall auch sofort fürs Metro-Cluster zugelassen sein. Es wird keine Features mehr geben, die nicht fürs Metro-Cluster gelten. Wie es in der Vergangenheit schon der Fall war, zum Beispiel Snap-Lock, da gab es lange Probleme, bis sie das in den Griff bekommen haben, dass es auch auf dem Metro-Cluster funktioniert. Aber das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und ab der 9.8 eben wird auch die Fiber-Channel-Variante nicht mehr weiterentwickelt werden. Es wird dann nur noch Metro-Cluster IP weiterentwickelt werden. Habe ich vorher schon kurz in einem Nebensatz erwähnt, deswegen kann man sagen, dass Metro-Cluster IP eben die Zukunft ist und dass Fiber Channel mehr oder weniger schnell aussterben wird irgendwann. Mal zu den einzelnen Architekturen nochmal genauer. Was ist da jetzt der Unterschied? Oben haben wir jetzt, ja, ich sag mal, konventionellen Metro-Cluster mit Fiber Channel. Warum Fiber Channel? Weil da eben Fiber Channel Switches zum Einsatz kommen. Da sehen wir oben diese vier Switches, diese zwei Switch-Pärchen, die mit diesen durchgezogenen blauen Linien miteinander verbunden sind. Das geht eben von einem Rechenzentrum zum anderen, beziehungsweise von einem Standort zum anderen. Wenn wir vom Controller her schauen, dann kommt diese gepunktete Linie auf diesen Fiber-Channel-Switch, dann geht es mit der durchgezogenen Linie auf den Fiber-Channel-Switch auf der anderen Seite und dann geht es wiederum mit der gepunkteten Linie auf dieses schmale Device zwischen den Controllern und den Disk Drives. Das sind diese Atto-Bridges. Was machen die? Die übersetzen die elektrischen Signale von diesem Fiber-Channel-Protokoll in das SAS-Protokoll und dann geht es, beziehungsweise auch umgekehrt natürlich, und dann geht es mit der orangenen Linie weiter auf die Shelves. Mit den SAS-Kabeln jetzt auf die Shelves. In anderen Worten, der Controller ist direkt mit den Shelves auf der gegenüberliegenden Seite verbunden. Na gut, direkt jetzt nicht, aber über diese zwei Switches und über diese Atto-Bridges ist der Controller direkt mit den an Shelves auf der gegenüberliegenden Seite jeweils verbunden. Oder nochmal in anderen Worten, falls wirklich ein HA-Pärchen links oder rechts komplett ausfallen sollte, hat die gegenüberliegende Seite, die überlebt hat, immer noch eine Verbindung zu den Shelves auf der anderen Seite. Das ist ein großer Unterschied zum Metro-Cluster IP, den wir unten sehen. Da sind die Disk-Shelves direkt nur mit diesen SAS-Kabeln, mit diesen orange-gelben Linien, mit den Controllern, mit den lokalen Controllern verbunden. Und dann geht es eben von den Controllern über die IP-Switches dann auf die andere Seite rüber. Das heißt, wenn hier ein HA-Pärchen ausfallen sollte auf einer Seite, dann hat das überlebende HA-Pärchen keine Chance, auf die Platten auf der anderen Seite zuzugreifen. Ist ein Architekturunterschied. Natürlich sind die Daten drüben ja auch gespiegelt, von daher ist es jetzt kein Showstopper sozusagen. Also ich kann immer noch auf die Daten zugreifen, eben weil das Metro-Cluster an sich sowieso die Daten auf die andere Seite spiegelt. Aber es ist halt was anderes, ob ich noch auf die Originalen zugreifen kann oder eben nicht. Das ist halt ein Architekturunterschied, muss man wissen. Genau. Ah, jetzt habe ich den ganzen Text schon erzählt.
Macht auch nichts. Was brauche ich da fürs Fiber Channel? Da brauche ich eben diese zwei Fiber Channel Switches pro Seite und eben diese ATO Bridges, die hier als SAS Bridges bezeichnet werden. Und die selbst sind, wie ich schon erzählt habe, eben physikalisch an beide Seiten angebunden. Switchless oder Switch Cluster, ja, wenn ich das eben ohne Switches mache, dann habe ich so einen sogenannten Stretched Metro Cluster. Da habe ich dann halt maximal Entfernungen von 500 Meter. Das heißt, ich komme da aus dem Gebäude raus auf die andere Straßenseite in das Gebäude wieder rein, aber ich kann das nicht weit auseinanderziehen. Und unten beim Metro Cluster IP, da brauche ich eben zwei Ethernet-Switches, entweder 40 Gig oder 100 Gig schnell müssen die sein. Das gibt es nur in der Switched-Cluster-Variante. Das gibt es nicht als Stretched-Variante, wo ich nur mit Kabeln auf die andere Seite gehe. Das gibt es bei Metro-Cluster IP überhaupt nicht. Über die Switches läuft sowohl der Intra-Cluster, also Verkehr, das ist der Datenverkehr zwischen den beiden Controllern eines lokalen HA-Pärchens, oder eben auch der Inter-Cluster, das ist der Datenverkehr, der wirklich auf die andere Seite rübergeht. Und die selbst sind, wie ich schon gesagt habe, eben nur an den lokalen Controllern hängen die dran. Was habe ich da für Konfigurationen? Ich fange mal rechts mit der rechten Seite an. Das sind jetzt alles Fiber Channel Konfigurationen. Und da sieht man jetzt, da habe ich keine Switches rechts oben, habe ich keine Switches involviert und auch keine ATO Bridges involviert. Und da kann ich eben mit diesen, die nennen sich, Glowworm-Kabel, das sind diese Direct Attached Optical SAS-Kabel, kann ich das eben ohne Bridges und ohne ATOs, ohne Switches auf maximal 100 Meter auseinanderziehen. Das reicht mir vielleicht gerade so in einem Gebäude von einem Brandabschnitt zum anderen, wenn ich Glück habe. Wenn ich ATOs zusätzlich noch einsetze, die sieht man da unten, diese schmalen Devices zwischen oder oberhalb und unterhalb der Shelves, kann man sagen. Dann komme ich eben ein bisschen weiter, dann kann ich maximal 500 Meter auseinanderziehen. Da komme ich dann, wie gesagt, vielleicht dann aufs Nachbargebäude drauf. Und der Switched Cluster, die sehen wir links, da sind dann eben auch noch Switches involviert. Das nennt sich dann Fabric Attached und nicht Direct Attached. Da habe ich die Möglichkeit, der ursprüngliche Metro Cluster war, dass ich eben diese zwei Controller, die mir ein HA-Pärchen bilden, dass ich diese zwei Controller eben nicht mehr in einem Gehäuse habe, sondern dass ich diese zwei Controller auseinanderziehe. Das ist der Two-Node-Cluster, den man ganz links ganz unten sieht. Als nächstes kam dann der Four-Node, wo ich auf jeder Seite eben ein HA-Pärchen habe, wo ich also bei Ausfall eines Controllers, eines einzelnen Controllers, nicht mehr einen Switch-Over brauche auf die ganze Seite, sondern weil ich zwei Kontrollen im HA-Pärchen habe, dass dieser Ausfall eines Controllers eben lokal abgefangen werden kann, sozusagen, dass ich da einfach bloß ein Failover habe auf den zweiten Controller, wie wenn es ein ganz normales HA-Pärchen eben wäre. Und es gibt auch den 8-Node-Metro-Cluster in der Fiber-Channel-Variante, wo ich eben, man muss sich vorstellen, wie 2x4-Node. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Das ist nichts anderes als zwei, vier Nodes gebündelt. Und dann habe ich eben zwei HA-Pärchen auf jeder Seite. Macht insgesamt 8 Nodes. Das sind die Konfigurationen, die es gibt für Fiber Channel, für Metro, für IP. Gibt es momentan nur diese eine, nämlich diese 4-Node-Konfiguration, dass ich eben auf jeder Seite ein HA-Pärchen habe. Da wird es aber noch Änderungen geben. Also der 8-Node-Metro-Cluster ist hier in Arbeit, steht auf der Roadmap. Den hätte es eigentlich schon geben sollen für die Version 9.7, die bereits draußen ist. Das hat zeitlich nicht hingehauen. Also man kann davon ausgehen, dass es mit der 9.8 dann wahrscheinlich dann released wird. Genau. Hier nochmal schematisch. Das gilt jetzt für beide Varianten, für IP und für Fiber Channel, wie das mit der Spiegelung funktioniert. Ich habe ja auf jeder Seite ein HA-Pärchen.
Das heißt, jeder Node hat auch einen HA-Partner. Das ist der lokale Partner, der nennt sich HA-Partner. Wie wenn es ein normales HA-Pärchen wäre, wenn da nur diese beiden Controller als HA-Pärchen installiert wären. Das heißt, der Node A1, der spiegelt sein NV-RAM auf den Node A2. Das ist der lokale HA-Partner. Und der Node B1 spiegelt sein NV-RAM auf den Node B2. Das ist sein lokaler HA-Partner. Und natürlich auch in die andere Richtung, also B2 auf B1 und A2 auf A1. Das sind die HA-Partner, dann gibt es auch noch diese DR-Partner. Disaster Recovery Partner heißt es, und da hat jeder auch wieder einen auf der gegenüberliegenden Seite ist der. Der A1 hat den B1 und der A2 hat den B2 und natürlich auch in die andere Richtung jeweils. Und auch dorthin wird das NV-RAM gespiegelt. Im Normalbetrieb sind die alle vier aktiv. Das heißt, immer bei NetApp habe ich hier ein Active-Active Cluster, beziehungsweise in dem Fall Active-Active-Active-Active, sind ja vier. Genau, und wenn es ein Problem gibt, dass ein lokaler, dass ein Controller nur ausfällt, dann wird das eben lokal abgefedert, indem ich dann ein Takeover habe auf den, oder ein Failover habe auf den lokalen HA-Partner. So funktioniert es beim 4-Node-Metro-Cluster. Beim 2-Node-Metro-Cluster ist das ein bisschen anders. Da habe ich einen Node auf der Seite, das gibt es nur für Fiber Channel. Das wird für Metro Cluster IP auch nicht kommen, im Gegensatz zum 8-Node. Wenn mir hier ein Node ausfällt, dann ist klar, ich kann das nicht lokal abfedern, sondern ich brauche auf jeden Fall einen Switchover auf die andere Seite. Da hat es zwei unterschiedliche Begriffe dafür. Failover heißt, dass es auf derselben Seite bleibt, was hier beim 4-Node möglich ist. Und Switchover heißt, wenn es wirklich auf die andere Seite, auf den zweiten Standort rüber wechselt. Auch hier habe ich aktiv-aktiv im Normalbetrieb und wenn halt einer ausfällt, dann gibt es eben einen Switchover. Genau. Und hier haben wir jetzt nochmal den 8-Node-Metro-Cluster. Habe ich vorhin schon erwähnt, den kann man sich vorstellen wie zwei 4-Node-Cluster, zwei 4-Node-Metro-Cluster einfach gebündelt. Also die einzelnen 4-Node-Metro-Cluster haben so gesehen nichts miteinander zu tun, mehr oder weniger. Also der, das ist wie vorhin auch, der A1 hat einen lokalen HA-Partner A2. Das obere, den blauen Metro-Cluster, den kann man sich einfach nur vorstellen als 4-Node-Metro-Cluster. Und da habe ich eben noch einen 4-Node-Metro-Cluster unten dran geklatscht. Ansonsten ist das genau dasselbe. Auch hier, da muss man sich nicht verwirren lassen durch die Zeichnung. Auch hier gibt es nur, oder was heißt nur, es gibt zwei Switches auf jeder Seite. Also die Node A1, A2, A3 und A4, die stecken alle in denselben zwei Switches drin. Ich brauche da nicht etwa vier Switches auf jeder Seite. Aber bis auf die Switches ist es einfach nur ein gedoppelter 4-Node-Cluster. Die Switches wurden nicht gedoppelt, aber der Rest schon. Und wenn es da zum Beispiel zum Switchover oder zum Failover von dem A1, A2, B1, B2 Metro-Cluster kommt, dann ist der untere, der grüne Metro-Cluster davon völlig unbedingt. Ja, und weil die eben recht wenig, wie gesagt, miteinander zu tun haben, kann man da natürlich auch die Modelle kreuz und quer mixen. Also der obere, der blaue, sage ich mal, Metro-Cluster kann zum Beispiel aus vier Fassmaschinen bestehen und der grüne unten kann aus vier All-Flash-Fass bestehen. Ich kann nicht innerhalb eines Metro-Clusters, eines 4-Node-Metro-Clusters, die Modelle irgendwie durcheinander mixen, aber wenn ich die Regel beachte, dass jeder 4-Node-Metro-Cluster, und davon habe ich ja zwei Stück, wie gesagt, mit den identischen Maschinen bestückt werden muss, dann kann ich in den beiden 4-Node-Metro-Clustern durchaus variieren. Fast mit AFF-Mission, Mid-Range, mit High-End-Mission, eine ältere Controller-Generation mit einer neueren durcheinander mixen, weil die, wie gesagt, nicht arg viel miteinander zu tun haben. Das ist einfach nur zwei 4-Node-Metro-Cluster gebündelt sozusagen. Was haben wir noch für Features? Da ja, gehen wir mal auf die einzelnen Features ein. Ganz wichtig ist natürlich das Sync Mirror. Das ist dieser synchrone Spiegel, mit dem ich die Daten auf die andere Seite rüberspiegel. Also wenn ich hier meinen Controller auf der Seite A habe, den Node A, den Controller 01 anschaue, dann hat er eben ein Aggregat.
Und dieses Aggregat besteht aus zwei Plexen, dem Plex 0 und dem Plex 1. Diese Plexe sind nichts anderes als physikalische Kopien ein und desselben Filesystems. Das habe ich einmal eben lokal liegen auf den lokalen Platten, Plex 0, und eben auf den Remote-Platten, auf den auf der anderen Seite liegenden Platten im Plex 1. Und die werden gleichzeitig geschrieben, was das Sync Mirror auch schon ausdrückt. Da gibt es erst ein Acknowledge, ein Write Acknowledge an die Applikation, die da schreibt, wenn wirklich auf beide Seiten geschrieben wurde. Deswegen auch die Begrenzung auf 700 Kilometer, weil sonst haut es mit den Latenzen nicht hin. Also 7 Millisekunden, innerhalb von 7 Millisekunden muss das Acknowledge wieder angekommen sein beim Controller sozusagen. Diese Bezeichnung Plex, so ein Plex kann dann natürlich auch aus einer oder aus mehreren RAID Groups bestehen. Die Bezeichnung Plex betrifft also das Aggregat. Gespiegelt wird hier auf Aggregatbasis, nicht etwa auf Volume-Basis, wie man das mit einem normalen Snap Mirror machen kann. Der Sync Mirror geht immer auf Aggregate. Und die Platten, wenn ich das jetzt von der Hardware her betrachte, dann da liegen die Platten nicht im Plex 0, sondern das nennt man dann Pool 0. Das wäre der lokale Pool, der Pool der lokalen Platten, die diesem Controller A gehören. Es gibt aber noch einen Pool 1, die auch dem Controller auf der Seite A gehören, die aber dann auf der gegenüberliegenden Seite liegen. Für den Controller auf der B-Seite gilt natürlich entsprechend dasselbe. Gab auch den Wunsch von Kunden, die jetzt so ein Metro-Cluster sich anschaffen und darauf ihre gesamtes Data Center sozusagen betreiben, gab es den Wunsch, sie haben auch Daten, die nicht so kritisch sind, dass man die wirklich hochverfügbar auf beiden Seiten bräuchte, ob es nicht auch möglich wäre, Aggregate ungespiegelt anzulegen. Weil das kostet natürlich dann, wenn ich gespiegelte Aggregate habe, natürlich die doppelte Anzahl von Platten, die ich brauche. Ich brauche da die Pool 0 und die Pool 1 Platten. Wenn ich ungespiegelte habe, dann brauche ich eben nur die lokalen Platten. Ob das nicht möglich sei, und diesen Wunsch kam NetApp danach. Und ungespiegelte Aggregate werden also unterstützt, supported, aber nur im Metrocluster Fiber Channel. Im Metrocluster IP wird das nicht unterstützt und das wird auch niemals kommen. Das kann man ganz leicht einsehen, wenn man sich die Tatsache vor Augen hat, was ich vorhin gesagt habe, dass die lokalen Platten ja nur an, also dass die Platten nur an die lokalen Controller angeschlossen sind. Wenn so ein Controller ausfällt, so ein Controller-Pärchen, dann hat die gegenüberliegende Seite keine Chance, auf diese Daten zuzugreifen. Es sei denn, die Daten liegen als gespiegelte Daten eben schon auf diesen Spiegelplatten drauf, auf den Pool-1-Platten. Das ist bei ungespiegelten Aggregaten aber naturgemäß eben nicht der Fall. Und deswegen würde dieses Aggregat dann komplett ausfallen, wenn eine Seite ausfällt, wenn da auch diese ungespiegelten Aggregate dran hängen. Und deswegen wird es das für IP-Metrocluster niemals geben. Dann habe ich hier noch eine Zusammenstellung, was für Features mittlerweile supported wurden, von welcher Variante. Also wie gesagt, die ungespiegelten, die wird es vom Metrocluster niemals geben. Flex Group Volumes, das ist die Zukunft der Flex Volumes sozusagen. Das ist die Möglichkeit, mehrere Flex Volumes zu einem riesengroßen Flex Group Volume zusammenzufassen. Da kann ich dann Volumes auch in Petabyte-Größe kreieren und so weiter. Das wird irgendwann mal der Standard werden und dann wird es gar keine flexiblen Volumes mehr geben. Das ist noch Zukunftsmusik, aber darauf hört es hinaus. Und weil das die Zukunft ist, wird es auch von beiden unterstützt. Die Software-Verspiegelung, die softwarebasierte Verspiegelung, das ist das NVE, die wird auch unterstützt von beiden Varianten. Von der IP ist seit der 9.4, aber wir haben ja mittlerweile schon 9.7. Im grünen Bereich die Hardware-Verschlüsselung, die wird nicht unterstützt. Das NSE, das drunter steht. Das ist jetzt auch kein großes Drama, weil für die Hardware-Verschlüsselung brauche ich spezielle Platten, die das eben Hardware verschlüsseln. Die sind teurer als normale Platten, die ich bei dem NVE einsetzen könnte. Also eigentlich habe ich keinen Vorteil durch die Hardware-Verschlüsselung. Ich kann das genauso gut softwaremäßig machen und eben auch noch günstiger softwaremäßig machen.
SnapLock Enterprise und SnapLock Compliance Aggregate werden nur unter Metro Cluster Fiber Channel unterstützt und nicht vom Metro Cluster IP. Da wird aber mit Sicherheit noch was kommen. Das wird sich noch ändern. Das wird auch Metro Cluster IP unterstützen in der kommenden Variante. Fabric Pool ist dieses Feature, wo ich kalte Blöcke, die auf meinen SSDs liegen, auf meiner All-Flash-Fast liegen und mir die SSDs zumüllen sozusagen, dass ich diese kalten Blöcke auslagere automatisch in die Cloud oder auf eine Storage Grid, die bei mir im Rechenzentrum steht. Auf jeden Fall auf Object Store irgendwo, entweder S3 Store auf Azure, Quatsch, S3 auf Amazon oder Blobs auf Azure oder eben die Storage Grid, die bei mir im Rechenzentrum steht. Das sind alles Object Stores, sodass ich halt die kalten Blöcke los wird und nur durch die heißen Blöcke, die öfters angefragt werden, auf den SSDs dann liegen, was mir dann eben SSD-Platz einspart, beziehungsweise wo ich dann eben auch insgesamt dann mehr Daten auf mein System draufpacken kann, wenn ich die kalten Daten auslagere. Advanced Disk Partitioning ist das Feature, das eben, ich fange mal andersrum an, vor dem Advanced Disk Partitioning war das so, dass ich für jeden einzelnen Controller im Metro Cluster, und wenn das vier Controller sind, dann sind es eben vier, dass ich für vier Controller beispielsweise drei Platten jeweils opfern muss, wo nur das Betriebssystem drauf liegt, wo das ONTAP drauf liegt. Das ist insbesondere für ganz kleine Maschinen, für kleine Systeme, für Einstiegsmodelle, wenn ich zum Beispiel bloß 24 Platten insgesamt habe, ist das natürlich eine herbe Einschränkung, wenn ich da gleich mal 4 mal 3 sind 12, die Hälfte von den Platten gleich mal los bin und nicht als für Nutzdaten, User-Daten nutzen kann, dann ist das schon ziemlich schmerzhaft. Und dieses ADP, dieses Disk Partitioning, dieses Advanced Disk Partitioning sorgt eben dafür, dass jede Platte oder SSD in zwei ziemlich große und eine recht kleine Partition, also in drei Partitionen, zwei gleich große und eine ganz kleine Partition aufgeteilt werden. Und auf die kleine Partition wird dann eben das Betriebssystem gelegt von den einzelnen Nodes. Und so habe ich eben sehr viel weniger Verschnitt und kriege da sehr viel mehr Nutzkapazität aus, insbesondere aus kleinen Systemen raus. Wird unterstützt von Metro Cluster IP, für Metro Cluster Fiber Channel wird das nicht unterstützt und das wird auch niemals kommen, weil jetzt ist die 9.7 schon raus und Fiber Channel wird eh nicht mehr weiterentwickelt. Also das bleibt jetzt auf dem jetzigen Stand stehen, die Fiber Channel Metro Clusters. Von daher werden die mit der Zeit irgendwann mal ausstorben. Als letzten Punkt haben wir hier noch SVMDR. Das steht für Storage Virtual Machine Disaster Recovery. Das ist was für die ganz Paranoiden, sage ich mal. Da habe ich eben, also beim Metrocast habe ich ja zwei Standorte. Rechenzentrum 1 und Rechenzentrum 2. Und da werden die Daten über Kreuz auf jede Seite wieder rübergespiegelt. Wenn mir eine Seite zwar total abraucht, habe ich immer noch die andere. Sollte reichen, sollte man meinen. Bei SVMDR habe ich eben noch einen dritten Standort. Falls mir meine beiden Rechenzentren abrauchen, wo das Metro-Cluster drin steht, dann habe ich immer noch den dritten Standort und da wird eben dann mit dem SVMDR die Daten von Metro-Cluster nochmal an einen dritten Standort gespiegelt. Wir sehen, glaube ich, nachher noch ein Bild dazu. Im Normalfall kommt man mit dem Metro-Cluster zwei Standorten aus, sage ich mal. Hier nochmal zusammengefasst für die Support für SnapLock. Da gibt es zwei Varianten. Nämlich einmal die Enterprise-Variante, das ist die, muss ich auch mal überlegen, das ist die einfachere, die nicht so ganz strenge Variante, da kann der Storage-Admin die Daten immer noch loswerden, indem er das komplette Aggregat löscht. Aber vielleicht soll ich vorher mal erklären, was SnapLock überhaupt ist. SnapLock ist diese Warm-Funktionalität. Write once, read many heißt das Warm. Das ist wie man eine CD brennt sozusagen. Wenn ich die Daten einmal abgelegt habe, dann können die nicht mehr verändert werden. Es gibt gesetzliche Auflagen für bestimmte Unternehmen, zum Beispiel für Krankenhäuser. Die müssen die Patientendaten unverändert 30 Jahre lang aufbewahren. Und wenn der Patient gestorben ist, dann
Nochmal 10 Jahre nach dem Tod müssen die aufbewahrt werden. Es gibt auch andere Gründe, warum man die Daten nachweisen muss, dass die Daten unverändert aufbewahrt werden für einen bestimmten Zeitraum. Fachbegriff heißt da Retention übrigens. Und das macht eben das NetLock Enterprise. Das sorgt dafür, dass die Daten nicht verändert werden können. Und in der Enterprise-Variante kann eben der Admin, der Storage-Admin, immer noch die Daten loswerden, indem er das komplette Aggregat löscht. In der Compliance-Variante gibt es das NetLock auch. Das ist die schärfere Variante. Da habe ich keine Chance, die Daten wieder zu löschen. Außer ich mache das eben physikalisch, sprich ich baue die Platten oder SSDs aus und jage sie durch einen großen Schredder. Anders kriege ich die nicht mehr los vor Ablauf der Retention, die man da am Anfang eben drauf hat. Und da gibt es eben unterschiedliche Supports für diese beiden Varianten. Wie es da eben steht, also für den für Metro Cluster Fiber Channel wird das supported, für Metro Cluster IP im Moment noch nicht. Da wird aber dran gearbeitet und das ist bestimmt auch kommen. Was ist jetzt neu mit ONTAP 9.7? Das ist jetzt die aktuelle Version, wo wir gerade stehen. Im Moment haben wir die 9.7 P6, glaube ich, im Moment. Also mit der 9.7 kam raus, hoch, was steht denn da? Without Switches. Metro Cluster IP without Switches. Ja, das wäre ja schön. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass man da überhaupt gar keine Switches braucht. Das heißt nur, dass man die Switches, die nötig sind zum Betrieb eines Metro Cluster IP, nicht zwangsweise von NetApp auch kaufen muss. Darunter steht auch Metro Cluster IP Customer Switches. Wenn der Kunde schon 40 oder 100 Gigabit Switches in seinen beiden Rechenzentren stehen hat, und zwar redundant jeweils zwei, dann muss er nicht zwangsweise auch welche für das Metro Cluster IP von NetApp mit dazu kaufen, sondern kann seine Switches verwenden. Gesetzt den Fall, es handelt sich dabei nicht um A220 oder die FAS 2750, das sind die Einstiegsmodelle sozusagen, da kommen wir aber später noch genauer drauf. Was NetApp dann, also wenn die Switches auch über NetApp gekauft werden, die man dazu braucht, da gibt es drei Modelle, die da von NetApp angeboten werden. Das sind die Cisco Nexus 3232 Modelle und dann noch ein Broadcom Switch. Die kommen nachher noch genauer, die Bezeichnungen. Wenn ich die von NetApp also mitkaufe, dann hat NetApp, bietet NetApp auch den vollen Support auf die komplette Umgebung, inklusive dieser Switches. Wenn ich allerdings eigene Switche verwende, und das müssen nicht diese genannten Modelle sein, sondern es können irgendwelche Switches sein, die gewisse Kriterien natürlich erfüllen müssen. Die Kriterien kommen nachher auch noch genauer. Aber wenn ich da eigene Switches nehme, wie gesagt, dann kann man von NetApp auch schwer erwarten, dass die da Support drauf bieten auf Fremd-Switche, auf Switche von anderen Herstellern, die sie gar nicht verkauft haben. Das heißt, NetApp bietet dann Support fürs Metro-Cluster mit Ausnahme der Netzwerkkomponenten, wenn die Netzwerkkomponenten nicht von NetApp stammen. Was neu kommt mit 9.7 ist auch der Mediator 1.0. Das ist der Nachfolger vom Tiebreaker. Was macht so ein Tiebreaker überhaupt? Naja, ich habe wie gesagt zwei Standorte. Links habe ich die eine Hälfte vom Metro-Cluster, rechts habe ich im Standort 2 die zweite Hälfte vom Metro-Cluster. Wenn da eine Seite ausfällt, dann kann die andere Seite wieder übernehmen. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Bagger kommt und alle Verbindungen zwischen diesen beiden Rechenzentren kappt, dann laufen die beiden Seiten getrennt voneinander weiter. Ist ja kein Stromausfall, sondern nur die Datenleitungen dazwischen wurden gekappt. Das heißt, jeder dieser beiden Seiten denkt erst oder kann die gegenüberliegende Seite nicht mehr erreichen, weiß nicht, was da los ist, weiß nicht, ob die gegenüberliegende Seite noch läuft, weil eben, wie gesagt, die Kabel alle, die Datenverbindungskabel alle gekappt wurden oder ob die andere Seite tatsächlich einfach so gestorben ist. Kann der nicht entscheiden. Und deswegen wird da auch kein Switchover stattfinden. Das muss dann der Admin von Hand machen und entscheiden, welche Seite runtergefahren wird und welche Seite weiterläuft. Beide Seiten weiterlaufen lassen und beide Seiten jeweils die andere Seite übernehmen lassen, ist eine ganz schlechte Idee, weil dann läuft das System datentechnisch oder auseinander eben und ich kriege das auf gar keinen Fall, das später nochmal irgendwie auszuklamüsern
Und dann das wieder richtig zu mergen, dass ich einen konsistenten Datenstand habe, das ist unmöglich. Also es muss auf jeden Fall dann eine Seite runtergefahren werden und die andere Seite übernimmt dann eben. Und der Tiebreaker, der macht jetzt Folgendes, ich habe noch einen dritten Standort, also die zwei Standorte RZ1 und RZ2 vom Metro-Cluster, dann habe ich noch einen RZ3, einen dritten Standort, wo der Tiebreaker sitzt, der dann beide Seiten sozusagen die ganze Zeit anpingt und schaut, ob beide noch überleben oder nicht. Und wenn eben die Datenverbindungen zwischen RZ1 und RZ2 von so einem Backup beispielsweise durchtrennt werden, dann kann der Tiebreaker entscheiden, aha, die Daten, die sehen sich einander nicht mehr, leben aber noch beide, dann mache ich jetzt den einen eben zum Master und der andere fährt runter und macht dann einen Switch-Over. Löst der dann aus, der Tiebreaker automatisch. Damit bin ich dann also auch gegen diese Split-Brain-Situation, nennt sich das, gewappnet. Und der Nachfolger eben ist der Mediator, den gibt es eben mit der 9.7. Dann gibt es das Fabric Pool, habe ich schon erklärt, wo die kalten Blöcke ausgelagert wurden auf Object Store. Das wird unterstützt. Und die On-Tap Maximums wurden eben wieder mal ausgeweitet, wie das fast bei jeder neuen Version der Fall ist, kann ich eben noch größere Volumes, noch größere Aggregate bauen. Da sind wir aber jetzt schon ziemlich jenseits von Gut und Böse, sage ich mal. Der normale Kunde stößt an diese Grenzen im Normalfall eigentlich nicht. Genau. Es kamen auch neue Modelle hinzu fürs Metro Cluster Fiber Channel. Kamen neue Mid-Range-Plattformen dazu, also Mittelklasse-Modelle, sage ich mal, die A400 und die 8300. 8300, Entschuldigung. Hier habe ich noch eine Folie zu diesen Switches. Also wenn der Kunde eigene Switches verwenden will, die er nicht mit dem Metro-Cluster zusammen von NetApp kauft, dann müssen sie eben bestimmte Anforderungen erfüllen. Es muss eine Level 2 Flow Control möglich sein und so weiter, steht alles drin. Da stehen auch diese Millisekunden drin, die maximal so ein Roundtrip-Latency, so ein Ping brauchen darf. Ansonsten, welche Modelle ich da nehme, ist mir freigestellt, solange bloß diese ganzen Anforderungen hier erfüllt sind, dass sie Jumbo Frames können und so weiter. Und genaueres steht dann auch noch in dem Metro Cluster IP Installation and Configuration Guide. Da kann man das ganz genau nachlesen. Details zur Sync Mirror Technology. Ich habe also ein Aggregat A1, das dem linken Controller-Pärchen oder dem linken Controller, einer der beiden linken Controller gehört. A1, vermutlich würde ich sagen, dem Controller A1 gehört das natürlich. Und da gibt es eben ein Plex 0, das auf den lokalen Platten liegt. Und da gibt es ein Plex 1, das rechts unten, das ist quasi die Spiegelung vom Plex 0 auf der gegenüberliegenden Seite. Dasselbe gibt es natürlich auch als A2 von dem zweiten Controller und von B1 von dem ersten Controller auf der rechten Seite und B2 natürlich genauso. Dass die also quasi kreuz und quer gespiegelt werden. Genau. Wie funktioniert es, dass die beiden Controller links beispielsweise auf ihre Platten rechts zugreifen können, beziehungsweise auch umgekehrt. Das funktioniert so, dass jeder Kopf gleichzeitig iSCSI Initiator ist und also die Platten von der gegenüberliegenden Seite an die gegenüberliegende Seite präsentiert und gleichzeitig auch iSCSI Target ist, nämlich die Platten von der gegenüberliegenden Seite lesen kann. Also jeder Controller ist gleichzeitig Initiator und Target, so dass die Kommunikation auf die gegenüberliegenden Platten in jede Richtung funktioniert, sozusagen. In VRAM-Replikation haben wir auch schon drüber gesprochen, ein bisschen. Also als HA-Pärchen, wenn ich nur ein HA-Pärchen betrachte, dann wird sowieso das NVRAM von dem Controller A1 auf den Controller A2 gespiegelt und umgekehrt. Das sind die lokalen HA-Partner. B1 und B2 gilt dasselbe. B1 spiegelt auf B2 und B2 spiegelt auf B1. Es gibt aber noch den Disaster Recovery Partner auf der gegenüberliegenden Seite. Da findet ebenfalls eine Spiegelung statt, aber nicht kreuz und quer,
sondern jeweils nur auf den einen Disaster Recovery Partner. Also A1 spielt auf B1 und umgekehrt und A2 auf den B2 und umgekehrt, sodass der NV-Rom-Inhalt von dem Controller A1 wie folgt aussieht. Da ist eben A1 gespiegelt, A2 gespiegelt und B1 ist hier auch drin. Warum ist das so? Naja, wenn eben alle Stricke reißen und sämtliche und der A1 nur noch als letzter übrig bleibt, dann ist im B1 ja schon die Hälfte vom B2 gespiegelt und wenn die B1 dann noch übergeht im Disaster Recovery, dann sind alle Daten, die ich brauche, eben im NV-RAM vorhanden, um das auf dem einzelnen Knoten noch weiterlaufen zu lassen. Was für Hardware wird da supported? Machen wir erstmal die Metro Cluster IP. Da kam als letzte Neuerung kam eben diese Einstiegsmodelle hinzu. Die A220 ist die kleinste All-Flash-FAS, die es gibt, wenn man mal von den 490 absieht, die fürs Metro Cluster aus verschiedenen Gründen nicht geeignet ist. Hauptsächlich wegen der Begrenzung auf bloß interne Platten, da kann ich keine Shells dranhängen. Deswegen geht es überhaupt nicht. Und auch das Einstiegsmodell von der Fassseite, die 2750, das ist die kleinste Fass, gibt momentan, die sind jetzt auch möglich, ein Metro-Cluster damit zu bauen. Oder ansonsten wird da so ziemlich alles unterstützt, was es da so gibt von NetApp. Der Metro-Cluster Fiber Channel ist da ein bisschen wählerischer. Da gehen die Einstiegsmodelle eben nicht. Da muss ich schon mindestens eine A300 auf den treffen, beziehungsweise auf die Fass 8200. Die werden unterstützt. Welche Switches werden unterstützt? Das sind jetzt die Switches, die ich kann auch eigene Switches verwenden, muss ich mich eben nur an die Vorgaben halten, die NetApp da eben macht. Die paar Folien vorher habe ich die kurz angerissen. Aber wenn ich die Switches gleich mitkaufen will mit NetApp, dann sind es eben diese drei Modelle, die da mir da zur Auswahl stehen. Cisco 3132, Cisco 3232 oder dieser Broadcom-Switch. Die sind unterschiedlich fix in der Verbindung, also einem von 25 bis 100 Gigabit geht es. Und die Side-Connection-Requirements, was habe ich für Anforderungen an die Verbindung zwischen den beiden Rechenzentren? Normalerweise hat man da eine DWDM-Leitung. Was ist dieses DWDM? Dense Wavelength Division Multiplexing steht es da dafür. Und was bringt es mir? Das DWDM kann ich eben maximal 32 unterschiedliche Wavelengths, unterschiedliche Wellenlängen bündeln, multiplexen, zusammenfassen. In eine Leitung kann ich 32 unterschiedliche Wellenlängen, also 32 unterschiedliche Datenverbindungen realisieren. Die unterschiedlichen Wellenlängen sind hier unten durch diese Regenbogenfarben, sollen die angedeutet werden. Jede Wellenlänge hat auch eine andere Farbe. Das ist ja dasselbe im Prinzip, physikalisch gesehen. Und ich kann da eben 32 Datenverbindungen durch eine einzige Glasfaser, dann eine einzige Leitung dann durchkriegen. Und das brauche ich eben. Die Verbindung zwischen den beiden Rechen. Dann gibt es noch Tools natürlich. Ich habe die Interoperability Matrix Tool, wo ich mich immer schlau machen kann, was da für Konfigurationen supportet werden und welche nicht. Ich muss dann nur einfach die Solution wählen. In dem Fall zum Beispiel mit Cluster IP. Und dann kann ich hier dann auswählen, welche Switches ich habe, was für Shells ich dranhänge, was für ESLs mir zur Verfügung stehen, die Interswitch-Links, die Verbindung zwischen den beiden Rechenzentren beispielsweise, welche Modelle ich zur Auswahl habe und so weiter. Dann bekomme ich dann eben endlich dann so eine Auflistung, was da unterstützt wird. Da habe ich noch einen Link, wie man da direkt hinkommt, aber klar auf der Now-Seite unter Tools dorthin browsen. Weitere Tools, die es gibt, NetApp Fusion ist Sizing-Tool, mit dem ich sizen kann, was natürlich auch Metro-Cluster-Konfigurationen unterstützt. Der Unified Parser, der dient mir dazu, um praktisch einen Plan zu erstellen, wie ich von einem 7-Mode
System auf ein CDOT-System kommen. Das wird, also solange ich habe immer noch Seven-Mode-Migrationen im Moment am Laufen von Kunden. Es gibt immer noch Kunden, die dabei sind, obwohl das ja jetzt schon wirklich schon Ewigkeiten auf dem Markt ist. Das CDOT gibt es immer noch Seven-Mode-Systeme. Wird zwar immer weniger, aber ein paar gibt es noch. Und Command System Manager ist die normale GUI, auf die ich eben komme, wenn ich die Cluster-IP eingebe, mit dem ich auch ein HA-Pärchen administrieren kann. Da kann ich natürlich auch Metro-Cluster mit administrieren und kann sogar mittlerweile Switch-Over und Switch-Back über die GUI auslösen. Und Command Unified Manager ist die Software, mit der ich mehrere Cluster, mehrere HA-Pärchen in einer einzigen GUI administrieren kann. Und dann habe ich Active IQ Risk Advisor, den kennt man vielleicht auch. Das ist die Abteilung von Active IQ, die mir eben meldet, wenn Probleme gibt, wenn irgendwie ein Risiko besteht, eine Fehlkonfiguration oder sonstiges. Config Advisor habe ich gerade ausgelassen, da glaube ich. Config Advisor sollte man generell laufen lassen nach einer Neuinstallation, insbesondere vom Metro Cluster, weil das doch ein bisschen komplexere, ziemlich komplexes ist, was NetApp zu bieten hat. Und der Config Advisor, der startet halt unterschiedliche verschiedene Abfragen an jeden Controller und an die Switches und schaut, ob da configmäßig alles in Ordnung ist. Das waren die Tools. Hier habe ich jetzt noch aufgelistet weitere Ressourcen, wo man sich noch schlau machen kann zu verschiedenen Themen, Tiebreaker, Metro Cluster, technische FAQs, Installation, Configuration Guide und so weiter. Es gibt auch Trainings, die angeboten werden von der University. Aber wenn Sie Fragen zu irgendeinem dieser Themengebiete haben, dürfen Sie sich natürlich auch gleich direkt an mich wenden. Jetzt frage ich mal meinen Kollegen Mirko, ob es irgendwelche Fragen gibt. Nee, aktuell nicht. Keine Fragen, dann habe ich wahrscheinlich das Publikum mittlerweile erschlagen mit Input. Dann, wenn Sie noch Fragen haben sollten, wenn irgendwelche auftauchen sollten, das muss jetzt nicht unbedingt was mit Metro-Cluster zu tun haben, wie gesagt, dann dürfen Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.